Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kirchenkreis Walsrode auf Tour. Ich bin wieder unterwegs in unserer wunderbaren Heidekreisregion und versuche Orte zu finden, die mit Kirche zu tun haben, die aber auch interessant sind, über unseren eigenen Tellerrand mal hinausgeschaut. Und da bin ich heute gelandet bei der Sparkasse Walsrode. Und bei mir ist Herr Tim Nikelski. Wer bist du? Ja, danke Christian. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tim Nikelski. Ich bin Vorstandsmitglied hier bei der Kreissparkasse Walsrode. Wir haben ja hier als Adresse auch Kirchplatz. Also so weit sind wir gar nicht entfernt. Wenn wir hier rüber gucken, sehen wir die Kirche auch. Also wir fühlen uns schon der Kirche auch durchaus nah. Ja, ich bin seit... Räumlich nah, absolut. Ich bin seit 2003 hier in Walsrode und bin jetzt seit 2009 hier Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht und bin auch ein bisschen neugierig auf besondere Orte, die man mit Sparkassen, mit Banken verbindet, wie zum Beispiel einem großen Tresorraum. Ich stelle mir da eine große Tür vor und hoffe, dass wir das natürlich in unserem Video auch sehen können. Ja, das kriegen wir hin. Also tatsächlich ist das so. Wir haben natürlich besondere Orte und unsere Schließfachanlage, unser Tresorraum gehört absolut dazu, weil da haben eben die Kunden ein bisschen ihre Schätze auch versteckt. Sehr gut, und die wollen wir finden. Wo stehen wir hier gerade eigentlich? Na, erstmal stehen wir in Walsrode. Das ist schon mal gut. Und dann stehen wir hier in der Kreissparkasse und sind vor dem Raum, wo unsere Kundenschließfächer sind. Mhm. Also praktisch einer unserer Tresorräume. Und man sieht es an der durchaus beeindruckenden Tresortür. Was passiert, wenn ich den Schlüssel verliere zum Schließfach? Oder kann man zu dem großen Tresor den Schlüssel verlieren? Geht das? Ja, theoretisch geht erstmal alles. Also wenn wir über das Schließfach sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass wenn der Schlüssel, es gibt noch einen Ersatzschlüssel, aber wenn die dann weg sind, dann sind die weg. Und um dann an das Schließfach zu kommen, muss man dann zusammen mit dem Kunden das praktisch aufbohren. Also das heißt, es ist dann nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. Und das sollte man versuchen zu vermeiden. Ja. Kommt das vor? Das kommt schon auch mal vor. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass auch gerade in Erbfällen man nicht weiß, wo sind die Schlüssel jetzt wirklich. Ja, ja. Und da vielleicht weiß auch der Verstorbene, wusste es nicht mehr oder war länger nicht an seinem Schließfach. Das kommt schon mal vor. Gott sei Dank ist das nicht jede Woche der Fall. Aber gelegentlich ist das schon so, dass das vorkommt. Ja. Sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen mal reinschauen. Sehr gerne. Okay, jetzt sind wir bei den einzelnen Schließfächern angekommen. Seid ihr dabei, wenn die Leute hier sich aufhalten? Nein, das sind wir nicht. Also das ist hier der Raum, den der Kunde alleine betritt. Er steckt den Schlüssel rein, holt die Schachtel raus, kann sich dann zum Beispiel hier hinsetzen und in Ruhe das öffnen und ist hier alleine in diesem Raum. Und dann, wenn er fertig ist, schiebt das wieder rein, schließt zu, geht aus dem Raum raus und sagt oben Bescheid, dass er jetzt wieder geht. Was ist der größte Schatz, den ihr hier habt? Weißt du das? Naja, der größte Schatz sind unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. So, die sind natürlich nicht in diesem Raum, sondern die sind ganz gut verteilt. Weil es ist klar, ohne unsere Kunden wären wir nicht existent. Mhm. Ohne unsere Kunden wäre dieser Raum nicht mit Leben gefüllt. Und für die Mitarbeiter gilt das gleichermaßen. Ja. Ist eine interessante Parallele zur Kirche. Ja? Für mich ist der größte Schatz, den wir als Kirche eigentlich haben, auch und die Menschen, die da sind. Die Leute, die sonntags kommen, die Leute, die zu Taufen kommen, zu anderen Veranstaltungen, die einfach da sind. Das ist ein Riesenschatz, weil es ist so unterschiedlich, individuell, wie wahrscheinlich das, was hier in den Fächern drin ist, höchst unterschiedlich ist. Ja. Aber alles irgendwie wertvoll und geliebt. Ja, und es ist halt auch so, du kannst ja, sagen wir mal, das Sparkassenessen, das ist überall gleich in Deutschland. Aber das, was es wirklich verkörpert, sind die Menschen. Ja. Also die Kunden, die reinkommen, die Mitarbeiter, die drin sind, das macht den Unterschied aus und das ist bei euch in der Kirche ganz genauso. Wir benutzen vielleicht andere Begrifflichkeiten, aber natürlich haben wir auch gewisserweise Kunden. Klar, es sind Menschen, die zu uns kommen und ein Produkt in Anspruch nehmen, in der Hoffnung dann auch glücklich wieder nach Hause zu gehen. Ja. Ich vermute mal, das ist auch eine Parallele. Ja. Also wenn die Leute bei mir aus dem Gottesdienst nach Hause gehen, dann sollen sie zumindest sagen, okay, das war jetzt keine verschwendete Zeit, ich gehe mit einem vielleicht sogar besseren Gefühl nach Hause, als ich gekommen bin. So, das hat mir was gebracht. Das ist bei uns auch so. Wir sind Dienstleister. Wir verkaufen am Ende natürlich auch Produkte, aber wir verkaufen erstmal dem Kunden auch ein hohes Maß an Sicherheit, dass er mit einem guten Gefühl rausgeht. Entweder, weil er das richtige Produkt gekauft hat oder weil er gut beraten wurde. Ihr habt mit Geld zu tun. Klar, mit Währung, mit Zahlen. Auch wir als Kirche haben viel mit Geld zu tun. Kirchensteuer, das sind unsere Mitgliedsbeiträge, die alle Menschen, die bei uns Mitglied sind, zahlen.
Das ist ein sehr emotionales Thema, ehrlicherweise. Also wenn ich auf einer Party bin, dann kann ich dir garantieren, Sie sind Pastor, ist ja interessant. Ich bin übrigens Mitglied, aber, oder ich bin nicht mehr Mitglied und ich zahle keine Kirchensteuer mehr. Also es ist ein höchst emotionales Thema. Ist Geld für euch ein emotionales Thema? Ja, natürlich. Es ist vor allen Dingen eben für die Kunden ein emotionales Thema. Und dabei spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob jemand viel oder wenig Geld hat. Weil für den Einzelnen ist in der Regel das Geld, was er hat, hart erarbeitet. Und für ihn ist es manchmal eben auch eine Art Schatz. Und damit sehr verantwortungsvoll und vertrauensvoll umzugehen, das ist schon eine Sache, die sehr sensibel zu behandeln ist. Und natürlich, auch wenn man Geld vielleicht als etwas Papierhaftes ansieht, hat es immer mit viel Emotionen zu tun. Könntet ihr damit leben, wenn man das Bargeld abschafft? Ja, im Grunde könnten wir schon damit leben, weil die ganze Bargeldlogistik für uns erstmal ein Riesenaufwand ist. Das kostet auch eine Menge Geld, auch wenn es ein bisschen schizophren ist, dass Geld Geld kostet. Ja, aber es ist eben so. Vor allen Dingen das ganze Kleingeld, also das Hartgeld, was wahrscheinlich gar nicht so viel bringt im Einkauf, verursacht eben sehr, sehr viel Aufwand. Also aus dem Grund, glaube ich, man ist schon auf dem Weg auch dahin, dieses Bargeld zu reduzieren. Die Deutschen lieben aber das Bargeld. Auch das ist eine emotionale Frage. Also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es dann abgeschafft ist. Wir als Bank könnten aber damit auch leben. Das ist ganz spannend. Wir haben im Gottesdienst einen Moment, da wird immer Bargeld eingesammelt, in der Kollekte, Spende, für irgendeinen guten Zweck, jeden Sonntag und für die eigene Gemeinde natürlich auch. Es gibt ganz viele Versuche, das zu digitalisieren, hier in Walsrode natürlich auch mit Zusammenarbeit mit der Sparkasse. In Berlin gibt es auch einen Versuch. Wir haben aber auch noch keine bessere Lösung gefunden, wie man das flächendeckend anders organisieren könnte. Ja, ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich da, weil wir in so einer Phase des Umbruchs sind. Also das ist ja immer schwierig, irgendwas loszulassen. Und wir sind jetzt sozusagen in der Phase, wir müssten jetzt dieses Bargeld loslassen und viele Jüngere, manche auch Ältere, sind auch schon auf dem Weg. Und jetzt muss man zugeben, Corona hat das auch ein bisschen befeuert. Unglaublich. Trotzdem bleibt es eine emotionale Bindung zwischen dem, was ich in der Hand habe. Ist halt was Echtes. Genau. Irgendwie. Ja, das verstehe ich total. Ja. Wir sind nach oben gegangen auf ein neues, hohes Gebäude in Walsrode. Dem Himmel ein bisschen näher, ist ja auch passend. Als Sparkasse arbeitet ihr mit vielen Kooperationspartnern zusammen. Auch dieses Gebäude ist so entstanden. Und was man vielleicht sehen kann, und deswegen hat Tim mir diesen Ausblick gezeigt, man sieht hinter mir die Walsroder Stadtkirche. Ich hoffe, ich zeige sie gerade richtig, da wo mein Finger ist. Genau, also ein wunderbarer Blick. Bei einer Tour durch den Kirchenkreis, da versuche ich natürlich auch immer Dinge zu entdecken, von denen ich lernen kann. Ja? Also eine große Frage, die ich mir als Pastor stelle, ist, was ist eigentlich meine Kernaufgabe? Kernprodukt könnte man auch sagen, so redet eigentlich keiner bei Kirchens, aber ich finde die Frage oder die Perspektive doch mal ganz interessant. Was ist euer Kernprodukt? Na, unser Kernprodukt als Sparkasse und unser Auftrag als Sparkasse ist natürlich auch, die kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Hört sich vielleicht etwas sperrig an, aber wir haben ja über Emotionen gesprochen und über Geld. Und dass die Leute sich gut aufgehoben fühlen mit ihrem Geld bei uns, das ist eigentlich unsere Kernaufgabe für die Menschen dieser Region. Ich sehe meine Kernaufgabe darin, mich um den Glauben der Leute zu kümmern, um die Herzen und um die Seelen. Das ist etwas, was ich nicht auf dem Papier darstellen kann. Ja, es gibt im Hintergrund natürlich auch Zahlen, es gibt auch Gebäude, die saniert werden müssen und Gehälter, die gezahlt werden müssen. Aber mir geht es vordergründig darum, wie es den Menschen geht. Was tut ihr, dass eure Kunden bei euch bleiben? Ja, aus unserer Sicht natürlich sehr viel. Also wir geben den Kunden ein gutes Gefühl, dass sie mit ihren Finanzen bei uns sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun können. Dem Kunden ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben, bei uns richtig aufgehoben zu sein. Und wir sind das Kreditinstitut, wir sind die Sparkasse dieser Region und das vermitteln wir den Kunden. Und das, mit Verlaub gesagt, funktioniert aus meiner Sicht auch ganz gut. Am Ende können es immer mehr Kunden sein und wir werben auch um jeden Kunden und wir kämpfen auch um jeden Kunden. Es könnten immer mehr Kirchenmitglieder sein, ist völlig klar. Ich kämpfe auch um jedes Kirchenmitglied, versuche neue Formate, um sozusagen meine Kunden, meine Leute zu erreichen. Wenn am Ende, da würde ich dir ganz zustimmen, die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, sich gut aufgehoben fühlen, Mitglied einer großen Gemeinschaft, sich da eingebunden fühlen, geborgen fühlen, ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht. Vielen Dank!
dass ich mich hier umschauen durfte, dass du mir hier einige Sachen gezeigt hast. Vielen Dank für diesen herrlichen Ausblick hier über Walsrode bei bestem Wetter. Ja, ich sage auch vielen Dank. Es hat mich gefreut, hat Spaß gemacht, dass du da warst, hat Spaß gemacht, das zu zeigen. Und ein bisschen sind wir ja beide mit unseren jeweiligen Institutionen für diese Region zuständig. So, genau. Zusammen wird das gut. Alles klar.